ganz Bayern sind heute ungefähr 10 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, ihre Stimme abzugeben, um einen neuen Landtag zu wählen. Und wir wollen jetzt mal hören, was die Menschen hier in München umtreibt an diesem besonderen Tag, an dem die CSU vielleicht die größte Schlappe ihrer Geschichte erleben könnte und ihren Alleinherrschaftsanspruch in Bayern, den sie auch hat und behalten will, womöglich verlieren könnte und in eine Koalitionsregierung gezwungen werden könnte. Ja, auf jeden Fall ist die Alleinregierung der CSU vorbei. Und dann muss man schauen, was an Koalition rauskommt. Es wird sehr, sehr spannend heute Abend. Naja, ich hoffe halt, dass dem Söder und dem Seehofer eins auf den Deckel gegeben wird. Warum hoffen Sie das? Weil beide eigentlich nicht glaubwürdig sind. Und was würden Sie sich für Bayern wünschen? Welche Veränderungen erhoffen Sie sich? Ja, auf jeden Fall, dass Migration schon im Vordergrund steht, aber halt in... Ja, dass hoffentlich einfach Gelder dafür genommen werden, um Migration gut stattfinden zu lassen. Und ich bin eigentlich dafür, dass man Leute ruhig nach Deutschland holen kann und dass wir hoffentlich in Frieden damit leben können. Genau. Das ganze Schlamassel da mit dem Seehofer, das wirkt sich in Bayern auch aus, ganz sicherlich.